O Boże, chwała Ty. Gott, ich danke dir. Gott, ich danke dir. Wunderbar. Posłuchajmy Gospine riječi. Lasst uns die Worte der Mutter Gottes hören, liebe Kinder. Heute rufe ich euch auf besondere Art und Weise, euch Gott dem Schöpfer zu öffnen. Aktiv werdet. Ich rufe euch Kinder, dass ihr diese Zeit schaut, wer eure geistige oder materielle Hilfe braucht. Mit euren öffnet eure Herzen, meine lieben Kinder, und mögen eure Hände ausgestreckt und freigebig sein, damit durch euch ist Geschöpf Gott den Schöpfer dankt. Mit euch und sind hier die ausgebreiteten, ausgestreckten Hände Mariens. Das ist unser Jakob Czolo. Und die seinen, die Hände Mariens, der Verein, kommt nach vorne. Wir werden jetzt hören, was sie tun, was sie sagen. Bitte kommt. Wie schön es nur ist, so viele junge Menschen hier in Medjugorje zu sehen. Ich bin sehr froh, dass ich euch hier grüßen darf. Ich weiß, dass ihr heute an anderen Plätzen hättet sein können, in anderen Destinationen, Urlauber, so, aber ich weiß auch, wenn Gott ruft, wenn die Mutter Gottes uns ruft, können wir nur antworten auf ihren Ruf. Danke euch allen, dass ihr nach Medjugorje gekommen seid. An erster Stelle lasst uns der Mutter Gottes danken für ihren Ruf. Es grüßen euch hier die Hände Mariens oder Mariens Hände. Wie ihr seht, das sind junge Menschen. Wir sind ein junger Verein, wie ihr sehen könnt. Wir sind Jugendliche wie alle anderen Jugendliche in der Welt. Wie kam es zu diesem Projekt, was mir besonders am Herzen liegt? Alles hat begonnen vor 3 Jahren. Pater Marinko weiß das sehr gut, als ich ihn gefragt habe, ich möchte wirken in dieser Pfarrei. Er hat mir gesagt, Jakob, warte ein paar Tage und dann schauen wir weiter. Und dann hat er mir nach 3 Tagen gesagt, Jakob, möchtest du das Armenbüro leiten? Am Anfang habe ich ein bisschen Angst gehabt, aber gleichzeitig habe ich in meinem Herzen gespürt, dass dies meine Berufung sein könnte. Am Anfang war es wirklich sehr schwer, in jemands Haus hineinzugehen und zu fragen, was braucht ihr? Seid ihr bedürftig? Aber gleichzeitig, durch diese Besuche habe ich begriffen in meinem Herzen, dass wahrhaftig durch das, was ich tue, ich das Christentum lebe. Ihr wisst, ich bin Jakob, habe hier so viele Mal an diesem Altar Zeugnis abgegeben, Zeugnis über die Mutter Gottes an so vielen unterschiedlichen Orten. Und viele Male reden wir. Aber ich bin überzeugt, dass jetzt die Zeit auch gekommen ist, wirklich zu wirken. Das ist es, was ich gespürt habe in meinem Herzen. Es ist Zeit, dass wir beginnen, das zu beweisen, was wir sind. Beweisen, dass wir Christen sind. Es ist nicht wichtig, nur mit großen Worten zu sagen, ich bin, und so laut wie möglich, ich bin Christ. Das müssen wir an den Werken zeigen. Unser Büro hat begonnen zu wirken vor 3 Jahren, wie ich gesagt habe. Damals hießen wir
Büro für Armhilfe vor eineinhalb Monaten ist unser Büro eine humanitäre Organisation geworden. Mariens Hände und Pater Marinko fragend, wie sollen wir heißen, hat Pater Marinko gesagt, Mariens Hände. Und wahrhaftig, jeder von uns, jeder junge Mensch, jeder Junge, der hier mit mir steht, sie sind die ausgestreckten Hände, Mariens Hände, auf besondere Art und Weise für all jene, die bedürftig sind. Ich habe begriffen, in dieser Zeit, in der ich hier wirke, wir helfen. Wir meinen, wir würden helfen. Aber das, was am wichtigsten ist, durch diese Hilfe hilfst du noch mehr und empfängst du mehr. Unsere Hände beschmutzen, reinigen wir unsere Herzen. Wir begreifen, was das Leben ist. So viele meinen wir, dass wir alles bedürfen, alles haben müssen, wie jeder andere junge Mensch. Normal, dass jemand ein Handy hat, Fernsehen, dass er jedes Mal irgendwie was trinken gehen kann, Kaffee trinken. Haben wir darüber nachgedacht, dass viele Familien, viele Kinder das nicht haben? Viel Freude sehe ich in den Familien, wenn ich zu diesen Familien komme. Dieses Erste, was wir jeder Familie wirklich darbringen möchten, ist diese Freude. Wenn wir heute sagen, ein Wort, wozu tut uns dieses Wort Hilfe eigentlich assoziieren? Materielle Dinge? Nein. Die erste Hilfe für jeden Menschen ist das, was ich auch den Volontären immer sagen möchte, ist die Begegnung mit ihnen, das Lächeln ihnen gegenüber, unsere Umarmung, unser Gespräch mit ihnen, unser Gebet mit ihnen, dass sie sich geliebt fühlen. Denn leider viele dieser Familien, die in Bedürfnissen sind, sie fühlen sich abgelehnt, sie bedürfen Liebe. Uns kostet das nichts. Ein Lächeln, eine Umarmung, ein warmes Wort. Niemanden kostet es, eingegrüßet seist du Maria, mit diesem Menschen zu beten. Vor eineinhalb Monat, zwei Monaten, haben wir Volontariat gegründet. Jetzt sind wir ungefähr 50 Volontäre. Hauptsächlich sind das junge Menschen aus Medjugorje und der Umgebung. Es sind auch ein paar Ältere dabei. Das, was für mich besonders lieb ist, was ich erlebt habe und Pater Marinko so häufig gesagt habe, ich habe nicht gehofft zu wagen, so viele, wenn du die Jugendlichen siehst, die sind natürlich wie alle anderen auch, die ausgehen wollen. Was ich erlebt habe, was am schönsten ist, wenn man etwas tun muss, egal welche Arbeit, ich weiß, dass es hier Jugendliche gibt, die bis gestern mitgebaut haben für ein Haus, für ein Arme. Heute sind sie hier. Junge, die älteren Häuser sauber machen müssen, ein Kranken baden, ein Kind nähren. In diesen Momenten erkennt man unsere Jugendlichen. Deshalb bin ich der Mutter Gottes dankbar. An diesem wunderbaren Projekt und diesem Verein. Und immer wenn wir beten, wir haben nämlich jeden Montag ein Treffen mit den Volontären, wir beten. Wir beten, Herr, gib uns Liebe, gib uns Freude. Nur so können wir wirken und anderen Menschen helfen. Ich rufe euch alle auf, betet den Herrn,
dass er wahrhaftig eure Herzen erneuert, dass wahrhaftig jedes eurer Herzen in jedem Moment erkennen kann, der dem Bedürfnis ist. Der Mensch ist nicht nur im Bedürfnis, wenn er nichts zu essen hat oder ein Zuhause hat, sondern jeder Mensch, der Gott nicht gefunden hat, der Gott nicht in seinem Herzen hat, der keine Liebe in seinem Herzen hat, der sich nicht geliebt fühlt. Ihr seid hier am richtigen Platz. Diese Tage, die ich hier in Medjugorje verbracht habe, das möge eine Erholung sein, eine Erholung im Herrn. Noch einmal danke ich euch und ich möchte auf besondere Art und Weise sagen und danken. Natürlich ein erstes unserem Pater Marinko, dass wir die Gelegenheit haben, wir zu wirken und natürlich all den Volontären, die wahrhaftig in jedem Moment bereit sind. 24 Stunden, sie sind immer bereit, wenn jemand wirklich bedürftig ist. Und dann möchte ich auch danken, ganz liebe Freunde, das sind unsere Freunde aus dem Cenacolo, die uns immer entgegenkommen, uns immer helfen, die immer bei uns sind, immer uns helfen möchten. Und deshalb möchte ich jetzt das Wort an unsere Ivana geben. Wo befindet sie sich? Wo hat sie sich versteckt? Dass sie sich auch mit ein paar Worten an euch wendet. Ich möchte auch als erstes der Mutter Gottes danken, dass für uns es eine große Gabe ist, dass wir ein Teil dieser Mitglied sein dürfen, dieses Lebens, weil wir das geben dürfen, nämlich dieses Lächeln. Viele Male habe ich mich gefragt, wie ist mein Glaube? Wie kann ich dem Nächsten wiedergeben, was ich jeden Tag lebe? Ich erinnere mich, als wir angefangen haben, Volontär zu sein, mein erster Fall war der schwerste, mir am meisten aber auch Kraft gegeben hat, Ja zu Gott zu sagen. Es ist natürlich viele Male leicht, Ja zu sagen für etwas, was gefällt, was leicht zu tun. Aber dieser Weg, wie schwer es war, ich habe gesagt, Herr, dies tue ich für dich. Denn ein bisschen zurückkehrend, wenn mir das jemand vor 3 Jahren erzählt hätte, hätte ich gesagt, du bist nicht normal. Aber andersrum habe ich gefühlt, dass dieser Schritt in der Liebe zum Nächsten, wenn ich diese Personen sehe, Menschen in Bedürfnissen, als erstes, wenn du sie anschaust, dann sagst du, na, vielleicht könnte das jemand anders tun. Aber ich weiß in diesem Moment, dass hinter dieser Person eine Seele, es gibt ein Herz, das um Hilfe sucht. Und das ist das, wie sehr mir auch immer mehr das Herz geöffnet wird, wie glücklicher ich selber bin, wenn ich einen Teil meiner Zeit gebe, einen Teil meines Lebens, ein Lächeln, ein Opfer bringe für diese Person. Und viele Male, auch wenn es schwer ist, trotzdem es zu tun. Und ich denke, jeder von uns hat als erstes seine freie Zeit gegeben. Und das ist das, was mich glücklich macht, wenn wir uns treffen mit den Volontären, den Freiwilligen. Sie haben eine Arbeit, ihre Aufgabe, Verpflichtungen, Familien. Aber wie Jakob gesagt hat, immer Ja sagen. Aber dies ein Ja ist, ein Opfer zu bringen. Ich denke, das kann jeder Einzelne von uns tun. Kann. Viele Male habe ich gefragt, wie kann man die Welt verändern? Aber viele Male schaue ich, wenn ich von mir hier losgehe, wie sehr ich geben kann. Vielleicht muss ich nichts Materielles geben. Aber die Menschen zu besuchen, ihnen ein Lächeln geben, damit sie mir ein Lächeln geben. Wenn ich etwas für sie tue, dass sie mir Danke sagen. Ich denke, das erfüllt uns alle, was uns die Kraft gibt, immer mehr dieses Jahr auszusprechen. Oberflächlich dieses Jahr, sondern ein Jahr, dass wir immer tiefer, vereinter, dass wir kämpfen für dieses Wohl.
Ich sehe, wie sehr uns das Kraft gibt, nicht aufzugeben, sondern immer mehr und mehr zu kämpfen. Jedes Mal, wenn wir das Treffen haben, uns wieder zu finden, was machen wir diese Woche, wie gehen wir, wie können wir hier helfen oder da helfen. Ich denke, dass jeder von uns ein kleines Opfer bringen kann. Vorher haben wir darüber geredet, wie schön es ist, dass wir einander sagen, okay, ich möchte alles entsagen, alles geben, meine, dass jeder von uns wenigstens ein Lächeln geben kann, eine Hand geben kann für jemanden, der das wirklich bedarf. Und ich meine, das ist schön, dass wir heute hier sind, dass wir fortfahren können in diesem, dass wir zusammenarbeiten, um den Nächsten zu helfen. Danke. Ich möchte euch zuletzt noch etwas sagen. Wir haben erzählt, dass wir Armen helfen, Menschen in Bedürfnissen. Deshalb möchte ich euch auch ein paar Zahlen sagen. In unser Büro kommen jeden Monat ungefähr 200 Personen, die Nahrung ersuchen. Wir tun 200 Pakete Nahrung. Wir besuchen Einrichtungen wie Krankenhäuser, Altersheime, verschiedene Familien. Viele ältere Personen, wo keiner da ist, der sich um sie sorgen kann. Wo auch immer Hilfe ist, wenn wir das können, werden wir helfen. Wir sind uns bewusst, wir werden niemals wirklich immer Erfolg haben und alle schaffen. Natürlich gab es auch Fehler und Misserfolg, aber es hindert uns nicht, vorwärts zu gehen. Und noch etwas möchte ich euch zuletzt sagen. Ihr, die nach Medjugorje gekommen seid, um Medjugorje zu erleben, schaut bitte nicht diese großen Hotels, Pensionen. Schaut nicht, seht ihr jemand, dreht sich die Sonne, seht ihr ein Zeichen. Also ihr seid Medjugorje. Ihr, die hingekommen seid, ihr seid Medjugorje. Medjugorje, das sind all die jungen Menschen, die wirken wollen, die Frucht von Medjugorje sind. Wir müssen am Medjugorje nur eins suchen, nämlich die Veränderung unseres Lebens, ein neues Leben beginnen, ein Leben mit Gott, ein Leben mit der Mutter Gottes. Ich danke euch. Zuletzt möchten wir euch grüßen mit einem Lied, das wahrhaftig wir auch diese Worte an euch weitergeben, das ein Lied in Kroatisch, in dem gesungen wird, wie wunderbar Gott ist. Und jetzt Mittagessen, natürlich beten wir vorher den Engel des Herrn und dann enden wir unser Zeugnis mit diesem Lied. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft und sie empfing vom Heiligen Geist. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen. Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Maria sprach sie, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Das Wort ist Fleisch geworden und hat uns geboren. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Bitte für uns, o heilige Gottesgebärin, lasset uns beten. Ein mächtiger Gott, gieße deine Gnaden in unsere Herzen ein. Durch die Botschaft des Engels haben wir die Menschwerdung Christi, deines Sohnes, erkannt. Lass uns durch sein Leiden und Kreuz zur Herrlichkeit der Auferstehung gelangen. Darum bitten wir euch, Christus, unseren Herrn. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Die Verstorbenen, Herr, gib ihnen ewige Ruhe, dass sie ruhen in Frieden. Amen.
Danke an Jakob, an den Verein Mariens Hände. Lasst uns ein Lied hören von einem Mitglied. Ich sage nur noch eine Sache. Tina volontiert auch ein bisschen bei uns. Ihr Ehemann ist das. Ihre Schwiegermutter ist das. Ich kann sagen, dass heute, ich weiß nicht, warum ich mich verspreche und sage heute Abend, Tina wird nicht alleine singen, sondern zwei werden singen. Tina und Nicola erwarten ihr erstes Kind. Also die singen zusammen für euch alle. Danke euch. Yeah.